Herzlich willkommen zurück, liebe RPG-Maker-Freunde, zu einem weiteren Part Terracumulus. Wir sind gerade dabei, aus dem Gefängnis auszubrechen, beziehungsweise wir sind gerade dabei, aus dem Gefängnis ausgebrochen zu werden, beziehungsweise wir sind gerade dabei, erzählt zu bekommen, wie es dazu kommt, dass uns jemand aus dem Gefängnis ausbrechen, helfen lassen. Und so, denn die gute Fiur und Urien und Eurek, die sind im Eisschloss der Zwerge gefangen. Die sind von einer falschen Tuya reingelegt worden. Und Litis, Onairo, Tuya und ich habe vergessen, wie die Mikoken heißt, haben sich in den Kopf gesetzt. Die holen wir da raus. Und da wir wissen, dass sie da schon angekommen sind, wissen wir, dass das irgendwie gelingen wird. Und jetzt gucken wir mal, wie es dazu kommt. Lasst es aufbrechen! Anastasia ist froh, dies zu hören. Soll ich vorher noch die Karten für euch legen? Das kann sicher nicht schaden. Die Karten haben gesprochen. Der Turm, der Tod, der Gehängte. Das sind drei sehr gute Karten. Dieses Blatt. Nein, das kann nicht sein. Anastasia versucht es erneut. Die Karten haben gesprochen. Der Turm, der Tod, der Gehängte. Kann es sein, dass du nicht gut mischen kannst, Mädel? Anastasia versteht nicht. Dieses Blatt widerspricht dem, was ich die letzten Male sah. Er spricht von Zerstörung, Trennung und Wandlung. Ihr müsst zusammenhalten. Lasst dieses Blatt nicht wahr werden. Ihr müsst es überwinden. Was machen Lakaria, genau. Lakaria und ich eigentlich in der ganzen Zeit? Sollen wir einfach warten, bis ihr zurückkommt? Vielleicht ist es das Beste so. Wir fallen wirklich zu sehr auf. Ich warne dich, Onairo. Weh, du brauchst zu lange. Dann komme ich selber und hole euch persönlich dabei raus. Vielleicht sollten wir Onairo mehr Zeit geben. Er ist erst seit 2 Tagen in das Eis. Wow, die sind schon 2 Tage da. In 2 Tagen kann viel passieren. Fio und Okrin sitzen im Gegensatz zu Onairo in Zellen. Ich kenne die Geschichten, die man sich über diesen Ort erzählt. Und genau deshalb gehe ich dort jetzt rein. Also das Lied ist. Und genau deshalb gehe ich dort jetzt rein. Lakaria. Du kennst Onairo inzwischen. Egal, in was für Problemen er steckt, er findet immer einen Weg raus. Wenn ich zurückkomme, sind wir wieder alle zusammen. Eigentlich wollte ich ja ein bisschen grinden, damit die Helden ein bisschen stärker werden, weil mir das alles langsam zu anstrengend und zu schwer wird. Aber dieser Storybrocken, Der stört da jetzt bei ein bisschen. So, wir gucken mal. Litis hat auch seine MP nicht aufgefrischt. Was Freches aber auch. So, das ist also das Eisschloss und wir tarnen uns als Urlaubsvertretung der Wache. Ziemlich seriöse Tarnung. Schauen wir mal. Ah, der Neue. Der Elf hat schon von dir erzählt. Merkwürdiger Kerl. Hoffe, du stellst nicht auch alle 2 Sekunden irgendeine Frage. Ja, der schweigsame Typ. Perfekt. Bist zur besten Zeit gekommen. Bald gibt's hier Mittag. Mach's ja so gemütlich. Deine Einführung gibst du nach dem Essen. Hungrig sind die meisten hier ziemlich mies gelaunt. Okay, ich gebe meine Einführung? Meint er meinen Einstand oder was? 175 Gold! Oder meinte ich, krieg meine Einführung nach dem Essen? Ich werde keine Einführung geben. Ich wüsste nicht, worin. Ah, hier unten ist die Küche. Du bist neu hier. Ich hoffe, du gehörst nicht zu denen, die einfach alle schocken. Die vermehren sich in letzter Zeit wie die Karnickel. Ah ja, stimmt. Die können so rumblitzdingsen. Hey, Neuer! Hast du nichts zu suchen? Ja. Mal raus, oder ich schock dich mit meinem Schockstein, genau. Okay, entspann dich. Ich will hier niemanden provozieren. Ich will einfach nur meinen Job machen. Dass sie aber auch sofort erkennen, dass ich der Neue bin, obwohl wir hier alle gleich aussehen. Obwohl der Dude da, der hier auch so eine Haarlocke hat. So wie ich hier.
haben die sonst, glaube ich, nicht. So, der ist auch ein bisschen... Wir können ja mit dem mal quatschen. Vielleicht ist das auch Nairo. Der so tut, als ob... Es ist zu sehen sein. Depp! Und dann das Zucken. Hier, mein Job. Was könnte es Erfüllenderes geben? Okay, ich quatsch mal den Typen hier von unten an. Mal gucken, vielleicht haben die hier alle so eine Locke. Nee, der dreht sich nicht mal zu mir um. Mann. Gut, dann machen wir es uns mal weiter gemütlich. Hier in diesem tollen Eisschloss. Hi. Bist neu hier? Ich habe... Was? Ich hoffe, du gehörst hier nicht zu denen. Manchmal ist Gewalt nötig, manchmal aber auch nicht. Solange du noch nicht vom Chef an uns vorgestellt wurdest, kann ich dich nicht einfach so herumspazieren lassen. Mach doch einfach Pause in einem der kleinen Räume, bis er die Zeit dafür findet. Okay. Das hier ist ein kleiner Raum. Aber wir wollen hier nicht Pause machen. Wie sieht's da hinten aus? Mann. Schockstein gefunden. What? Damit sollte ich sich sicherlich etwas anfangen lassen. Der lag da einfach so rum. Hat ja auch hier so eine penetrante Locke. Verpiss dich! Okay. Ich habe jetzt also einen Schockstein. Es war wirklich nur ein Item geworden. Ein Stromstoß durchfährt den Gegner und verursacht Schaden, kann Gegner paralysieren. Stark. Aber das hilft mir jetzt nicht weiter. Ich dachte, ich kann es aktiv nutzen, um zum Beispiel den hier zu schocken. Zap. Und dann dieses Zucken. Ich liebe meinen Job. Kennen wir schon? Wo gehe ich denn jetzt nur hin? Komm mal nirgendwo rein. Ich quatsch mal noch mit ein paar Leuten. Yo. Willst du die Wache unbemerkt schocken? Ja, klar. Stark. Der Traumsplitter scheint auf die Wache zu reagieren. Er offenbart einen Gedanken. Lyrik. Lyrik hat was mit Büchern zu tun? Ich hatte gerade Sorge, dass es vielleicht Onairo war. Wie jetzt... Onairo aus Versehen geschockt haben. Jetzt bin ich hier. Boom. Verschlossen. Das ist ja cool gemacht. Lyrik. Jetzt bin ich wieder hier. Aber was hat mir das jetzt gebracht, außer dass die jetzt hier bewusstlos rumliegt? Lyrik. Mal schauen, ob wir... irgendwo jetzt noch andere Wachen schocken können. Ich müsste da rein. Da links. Moment, ich habe den ja jetzt umgesäppt, aber danach noch nicht nochmal untersucht. Vielleicht kriege ich von dem einen Schlüssel. Ein Gedanken, Schutz. Okay. Ja. Der Koch war auch mit dem Rücken zu uns. Vielleicht kann ich auch den Koch schocken. Also es sieht ja so aus, als könnte man die Leute nur dann unbemerkt schocken, wenn man ihnen von hinten begegnet. Ja. Reagiert. Wärme. Okay. Wärme. Wir speichern mal hier. Aber das ist doch Onairo, der mit der Friemel hier. Du bist der Neue, dann geh am besten nicht durch diese Tür. Mein Freund hier schockt gerne die Menschen, die das versuchen. Sein Hobby, wenn du verstehst. Aber was schocken? Irgendwo unten in einem der kleinen Räume müsste ich einen der Notfallsteine verloren haben. Bring mir den doch. Weißt du was?
Während ich hier weiter meinen Freund bei Laune halte, warum übernimmst du nicht seine Aufgabe? Überrasche deine neuen Freunde einfach einmal von hinten und leg ihnen die Dinger in die Tasche. Z, A und P ist das Zauberwort. Überrasche deine neuen Freunde einfach einmal von hinten und leg ihnen diese Dinger in die Tasche. Wovon redet ihr? Lass uns ja weiter trinken. Ja, ja, das habe ich schon verstanden. Ich komme an den nicht hinten ran. Das habe ich schon verstanden. Der motiviert mich also gerade dazu, die anderen Leute zu schocken. Der erklärt mir das quasi gerade erst. Aber ich habe ja jetzt schon viel beiseite geräumt. Kann ich den auch schocken? Nee. Muss den quasi von hinten überraschen. Genauso wie den hier. Der dreht sich auch zur Seite um. Verbiss dich! Das heißt, ich brauche irgendwie Schlüssel. Irgendwie, um weiterzukommen. Aber ich finde hier nichts. Ha. So, da oben waren wir jetzt ja auch schon etliche Male. Ha. Der war Lyrik, ne? Nö. Oder? Warum kann ich nicht einfach den Typen hier oben schocken? Der wird ja dagegen nichts machen. Ist ja eigentlich aufgefallen, was dieser Elf hier trinkt. Bier! Der will mich schon am Boden saufen, aber nicht mit mir. Diese Schocksteine können schocken. Können Traumsteine träumen? Ich habe eine Theorie aufgestellt. Träume ziehen sich an. Somit kann... Was? Träume ziehen sich an. Kann somit jeder, der träumt, einen dieser Steine nutzen? Wäre ein solcher Traumstein dann etwas anderes als einer der Schlüsselsteine für die Türen? Mann, das ist vielleicht tief. Du hattest Philanthrop. Wenn mein Traumstein doch nicht verschwunden wäre, immer wieder ist er irgendwo anders, wenn ich einmal nicht aufpasse. Aha. Also die Gedanken dienen als Schlüssel. Was? Ich habe gerade den richtigen Gedanken gehabt, um diese Tür zu öffnen. Wahrscheinlich Schutz, weil hier ein Helm drin ist. Könnte ich mir vorstellen. Aber ist mir auch ziemlich egal, weil... Zap! Können wir den nicht rüberlatschen, ne? Scheiße. So reagieren. Ein Gedanke. Gewalt! Ja, fixieren wir mal Gewalt. Aha. Verschlossen. Geht nicht mit Gewalt. Könnte auch mit Lyrik gehen, weil hier ist ein Bücherregal. Vielleicht. Wo geht's hier lang? Ah, das ist der Hof, wo es hinten rausgeht. Verdammt. Im Freien oder zwischen der Mauer. Es ist überall gleich kalt. Zwischen der Mauer? So zwischen den Backsteinen oder was? Ich hatte halt erst gedacht, wir müssen mit den Steinen beschlossen. Dass wir da wieder irgendwas looten können. Aber das scheint jetzt hier ja wesentlich tiefer zu gehen. So. Verschlossen. Uff. Okay, dann müssen wir weiter. Das ist cool gemacht. Da müssen wir weiter gucken. Ich schaue mal jetzt, ob ich an Lyrik rankomme, um diese Tür da zu öffnen. Oh Gott, warte mal, die Tür da drüben ist ja wieder zu. Die hier. Bleibt die jetzt offen? Schutz. So, ich habe jetzt Schutz fixiert. Ich teste das jetzt mal. Ich gehe wieder hoch.
Kommen wieder runter. Tür ist wieder da. Nee, einmal geöffnet, bleibt sie geöffnet. Gut, wo war jetzt der Typ mit Lyrik? Da muss ich wieder hoch. Und zwar hier lang hoch. So. Er hatte Wärme. Lass mal gucken, wo man Wärme noch benutzen kann. Aber ich teste jetzt erstmal ihn hier. Lyrik. Ich kann das ja auch händisch ändern. Doch, ich muss jetzt hier hoch. Ich kann das auch händisch ändern, indem ich das direkt selbst in eintippe in den Stein. Übers Inventar, das geht auch. Aber ich wollte das jetzt so lösen. Verschlossen. Uff. Dann können wir es jetzt mal ändern hier. Ja. Dann nehmen wir hier raus und geben Schutz ein. Schutz ging. Warum auch immer Schutz ging. Offenbart ein Gedanken. Böse. Böse. Was zur Hölle böse? Der Böse öffnet das hier unten. Und da ist Okren. Ja. Reagiert. Ein Gedanke einsam. Ja. 250 Gold. Stark. Ich nehme das mal als bestimmten Schlüssel. Genau. Einsam. Da hätte ich eine Idee, wofür das sein könnte. Er hat hier unten noch was zu erledigen. Verdammt. Weil es gibt ja draußen auf dem Hof immer noch diese eine Zelle. Oder was auch immer das ist. Jo, Okrin, es geht. Was willst du? Dich retten. Und warum sollte ich dir glauben? Weil mir Tuya sonst den Hals umdrehen wird und behaupten wird, ich hätte meine Aufgabe nicht ernst genommen. Lethys! Ja. Jetzt komm, wir sollten gehen, bevor die Wachen wieder zu Bewusstsein kommen. Okrin wurde gerettet. Wo sind eigentlich die anderen? Fio und Urien. Ich vermute, sie sind beide in den Frostzellen. Fio ist nicht zurückgekehrt, nachdem sie weggebracht wurde, und Urien hat einen kleinen Aufstand gemacht. Ich glaube, er hat bemerkt, dass du im Schloss bist und wollte uns alle an einem Ort bringen. Sind das hier nicht die Frostzellen? Nein. Hier ist es viel zu warm dafür. Die Zellen müssten irgendwo anders sein. Dann suchen wir weiter. Können wir die anderen auch rauslassen? Wer bist denn du? Ah, das ist der Alte. Gorinda. Was soll Gorinda denn jetzt wieder? Verschwinden wäre gut. Ich habe die Tür nicht umsonst geöffnet. Ein Ausbruch? Vergiss das schnell, junger Mann. Dieser Zwerg bleibt hier. Tja, dein Problem. Ich kann die Leute nicht zu ihrem Glück zwingen. Wie, hier ist nichts mehr versteckt? Wie frech. Ah, Mann. Dackel, 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 dackel. So, hier liegt noch ein Obstmesser und Bier. Wir können nichts mitnehmen. Das ist sehr, sehr schade. Gut, dann ab nach oben. Husch. So. Einsam. Ich probiere mal hier hinten rauszugehen. Oh. Er ist nur betrunken, ich schwöre. Okrin! Lethys, du hast meinen Riesenschrecken eingejagt. Onairo, seid ihr alle gekommen? Tuya und Lakaria warten draußen. Lethys, ich glaube, die Frostzellen sind hinter dieser Tür, aber ich komme nicht hinein, im Gegensatz zu dir. Kein Problem, ich mach das. Gut, dann halten Okrin und ich dir den Rücken frei. Bis nachher. Wupp, einfach verschwunden. Ja, einsam öffnet das. Aber ich will nochmal zurück. Weil ich guck nochmal, ob noch irgendeine Tür zu war, weil ich habe ja noch Wärme gehabt. Und Wärme konnte ich, glaube ich, bisher noch bei keiner Tür nutzen.
Jetzt ist die hier auch, der Weg hier auch frei. Kann aber auch sein, dass Wärme gar nicht benötigt wurde. Es einfach nur so eine Ablenkung war. Oder ich Wärme für irgendeine Tour genutzt habe und es gar nicht mitgeschnitten habe. Genauso wie Gewalt habe ich, glaube ich, auch nicht benutzt. Aber böse. Nö, ich glaube, das war's. Gut. Dann gehen wir raus. Und einsam hat er natürlich das hintere geöffnet. Macht ja auch Sinn. War ja der letzte, den wir bekommen haben. Der letzte Gedanke. So, na dann. Ach, kriege ich von dir noch einen Gedanken? Reagiert. Alkohol. Ich probiere es mal, aber ich gehe nicht davon aus, dass das was nützt. Das wird nur nochmal ein Gag sein, weil der ja so besoffen war. Hui. Okay. Es wird langsam echt kalt. Bist du sicher, dass du einen Plan hast? Zeit für etwas Dramatik. Er lässt sich Zeit. Wer lässt sich? Wie hat er das gemacht? Ihr habt euch ziemlich gut versteckt. Und so war das alles. Also, wollen wir die anderen noch warten lassen? Ich habe Toya bereits viel zu lange warten lassen. Dann lasst uns gehen. Nettes, warte. Ich wollte mich noch einmal bei dir bedanken. Nicht der Rede wert. Doch, das ist es. All die Zeit habe ich an dir gezweifelt, aber als es mir schlecht ging, hast du mir aufgeholfen. Und auch jetzt bist du gekommen, um uns zu retten. Das klingt toll, so wie du es sagst, aber jeder von euch hätte so gehandelt. Mit einem nervigen Onairo im Ohr, auf jeden Fall. Das war cool. Ich glaube, wir haben vielleicht ein kleines Problem mit Tuya. Was meinst du damit? Vielleicht schaut ihr euch das selber einmal an. Oh, bitte sag nicht, dass sie eingefroren ist oder irgendwie sowas Blödes. What? Käse, das wäre eine Frage. So eine dumme Frage würde ich niemals stellen. Aber mich fragen, wie viel Schaum das perfekte Bier hat. Sie geht hier vor sich. Oh, Nairo, gut, dass du hier bist. Mit deiner Magie können wir schnell beweisen, dass ich die echte Tuya bin. Hört nicht auf diese falsche Tuya, ich bin die echte. Ich sehe, was du meintest, Lakaria. Wie ist denn das passiert? Die war doch noch in kompletter Rüstung. Hat die sich auf einmal umgezogen, hier, weil es so schön warm ist, und dann kam die andere auch noch im Nachthemd vorbei? Was ist hier passiert? Ein klassisches Doppelgänger-Szenario. Vielleicht finden wir nie eine Lösung dafür und haben jetzt zwei Tuyas. Oh Gott. Auf keinen Fall. Die falsche Tuya würde uns nur in eine Falle locken. Ich gebe ja nicht ungern zu, aber die falsche Tuya hat recht. Ihr beiden Kurzen riechen auch noch gleich. Ich fürchte, ich kann ja nicht weiterhelfen. Deine Magie, Onairo. Du weißt doch, wer von uns die echte Tuya ist. Du kannst uns doch immer spüren. Ich. Genau. Du sagst doch immer so unheimliche Dinge wie ich weiß es oder ich habe sie im Traum gesehen. Ich fühle nichts. Da ist kein Unterschied. Was meinst du damit? Du kannst nicht die starke Seele in ihr spüren? Schon, aber ich spüre sie in beiden. Das führt zu nichts. Wir brauchen Fragen, die nur die echte Tuya beantworten kann. Ich frage sie über Skinti Lula, die Holde Maid, Hypnos Tempel. Die Holde Maid, weiß ich gerade gar nicht, wer das sein soll. Und Skinti Duda ist, glaube ich, das Mykokenland. Mit wem hast du in Hypnos Tempel erkundet? Das war mit Okrin. Mit Okrin zusammen. Das kommt mir ewig vor. Andere Tuya? Okrin. Aber nur, weil wir beide in dieses Loch gefallen sind. Scheiße, das ist nicht sehr hilfreich. Anscheinend wissen beide Tuyas über unsere Reise gleich viel Bescheid. Vielleicht sollten wir sie über etwas Persönlicheres fragen. Frage sie über starke Seele. Welches Element ist es? Was bedeutet es dir, eine starke Seele zu sein?
Darüber habe ich nie wirklich nachgedacht, Fjord. Die Frage ist wirklich schwer. Ich denke, es heißt, ausgewählt zu sein und ein Teil von etwas Größerem zu sein. Und du, Tuya, was bedeutet es dir? Ich weiß es nicht genau. Vermutlich, dass ich dadurch in der Lage war, euch kennenzulernen und auch mich selber zu verstehen. Ich muss mir merken, welche Tuya was sagt. Ich habe eine Vermutung, aber ich bin mir noch nicht sicher. Okrin sollte die letzte Frage stellen. Warum ich? Ich bin nicht der Denker. Weil du Tuya gut kennst und man manchmal auf sein Herz hören sollte. Frage sie über gebrochene Nasen, einsame Nächte, familiäre Probleme. Oh je, hat sie denn familiäre Probleme? Ja, ja, das ist dieses Ganze. Also ich denke, die familiären Probleme sind, weil sie ja eine Prinzessin ist, das Bekannteste. Einsame Nächte, weiß ich gerade nicht, auf was es hinauslaufen sollte. Vielleicht, dass sie oft eingesperrt war von ihrem Vater. Gebrochene Nasen. Ich nehme mal einsame Nächte. Erinnerst du dich noch an die Nacht, in der ich dich alleine an der Klippe gefunden habe? Erzähl mir bitte etwas darüber. Tuya 2. Ich habe schon mit einer schweren Frage gerechnet. Es begann damit, dass mein Vater beschloss, dass es an der Zeit für mich sei, zu heiraten. An diesem Tag lernten wir uns offiziell kennen. Ich hielt dich für einen wichtigtuerischen Großkopf wie deinen Vater. Stimmt, der Vater ist so ein Traditionalist. Und weil jedes meiner Worte ignoriert wurde, warf ich das Erstbeste nach dir, was ich fand. Ein Hocker. Batz! Einen der Stühle. Ich traf dich mitten ins Gesicht. Ich ahne, dass egal was ich gestellt hätte, es aufs selbe hinausgelaufen wäre. Hätte ich nach der gebrochenen Nase gefragt, wäre die Zähne gekommen und hätte ich nach familiäre Probleme gefragt, wäre bestimmt auch genau das gleiche gekommen. Statt mich zu entschuldigen, bin ich einfach rausgerannt. Ich habe mich in mein Zimmer eingeschlossen und wollte nicht gestört werden, aber mein Vater ließ keine Ruhe. Er meinte, solch ein Benehmen sei einer Prinzessin unwürdig und ich solle mich gefälligst zusammenreißen. Ein toller Vater ist das. Er ist erst zwangsverheiratet er mich und dann sagt er, mach kein Drama. Als ich dachte, dass niemand mehr vor meiner Tür stand, rannte ich weg. Da stand aber noch jemand. Ich floh aus dem Palast, mitten in die Berge. Ich wollte Zeit für mich, ohne Könige, Verlobte oder Wachen. Oh, sag nicht, dass Okren dein Verlobter ist eigentlich. Einer der Wachen muss mich gesehen haben, denn nach einiger Zeit fand mich Okren. Wir unterhielten uns die ganze Nacht. Er erzählte von seinem Vater und seinen Problemen, aber die meiste Zeit hörte er mir einfach nur zu. Die Wache spannerte auch so einfach die Zentrum. Als die Sonne aufging, begaben wir uns zurück in den Palast. Ende. Damit ist es ziemlich eindeutig, wer die echte Tuya ist. Aber eines frage ich mich immer noch. Warum trägst du ein Kleid? Ich wollte mich als Prinzessin Tuya Glimmerstein hier einschleichen und euch befreien. Okay, gut. Ist sie nicht kalt? Nein, seit dem Besuch im Tempel friere ich nicht mehr so schnell. Meine neue Magie hält mich warm. Also Okren, wer ist die echte Tuya? Inzwischen sollte es sehr offensichtlich sein. Tuya 1 hat die Frage ja nicht mal beantwortet. Ich glaube, es war Tuya 2. Wirklich? Es gibt keinen Zweifel daran, dass Tuya 2 die echte Tuya ist? Ich glaube, dass Tuya 2 gerade diejenige ist, die diese Frage beantwortet hat. Keine falsche Wortwahl, keine falsche Mimik oder inhaltliche Fehler. Tuya 2 ist wirklich die echte. Ja doch! Tuya 2. Himmel, Herr Gott! Nein, aber ich will sehen, was passiert. Ist Tuya 2 die echte? Ja! Ist Tuya 1 die echte? Was? Ja. Nein! Himmel! Was meinst du damit? Okrin! Du bist nicht die echte Tuya. War die Story doch nicht echt? Da bin ich jetzt irritiert. Ich dachte, also entweder habe ich jetzt nicht richtig aufgepasst
Oder Tuya 2 hat gerade diese Story erzählt und sie ist nicht richtig. Da bin ich mal gespannt. Sehr gut, General Felsbrecher, wenn ihr doch bloß auf der richtigen Seite stehen würdet. Bischer! Palastwache Bischer meldet sich zum Dienst. Eine Palastwache? Eigentlich eine Schauspielerin. Ihr ahnt ja nicht, wie einfach die Rolle einer einfachen Wache ist. Wie konnte sie... Wie konnte eine einfache Schauspielerin meine Nase überlisten? Oder mein Gespür? Sagen wir einfach, ich habe ein paar Accessoires, die mir dabei helfen. Meine Traumkugel macht meine Darbietung noch realistischer. Traumkugel? Oh, da habe ich doch glatt etwas gesagt, was nicht für eure Ohren gedacht war. Aber das ist die Wache, die dazugehört hat an der Story, wo ich gerade noch meinte, oh, die Spanne hat da. Deshalb kannte sie die Geschichte. Aber ich finde es jetzt ein bisschen doof, dass die andere Tuya dazu nichts gesagt hat. Es sei denn, dass hier das gewechselt hat zwischen Tuya 1 und 2, was ich nicht mitbekommen habe, weil ich da nicht so drauf geachtet habe. Vergesst, was ich gesagt habe, Herzchen. Tuya! Das gefällt seine Spielchen. Erzähl mir lieber, wie lange ihr das alles schon plant. Ich glaube, du solltest damit aufhören, Tuya. Sie läuft schon blau an. Erzähl mir alles, Bischer. Herzchen, das alles läuft schon seit vielen Jahren. Recknauls Pläne sind keine Drei-Tages-Aktion. Recknaul. Ich gebe euch eine Wahl. Ihr könnt zurück nach Ragad reisen und euren kranken König suchen. Oder ihr geht nach Norden, tiefer ins Gebirge und nutzt eure letzte Chance, Recknaul auf der Erde anzutreffen. Wie meinst du das? Was? Aha, geht nach Norden und ihr werdet es verstehen. What? Sie hat ja gesagt, die Rolle einer Wache war die leichteste. Also war Bischer auch nicht Bischer, sondern wo sie Bischer war, war sie schon in Rolle und ist eigentlich jemand völlig anderes. Also gehen wir nach Norden? Und mein Vater? Dem wird nichts geschehen, Tuya. Aber wenn diese Frau recht hat, dann haben wir nicht mehr viele Chancen, Recknaul zu finden. Bitte, Tuya. Ich kann mir nicht vorstellen, was du gerade durchmachst. Aber bitte hilf uns. Zeit, sich aufzuteilen. Okrin, was meinst du? Der König ist krank und benötigt unsere Hilfe. Aber ich habe das Gefühl, dass dies hier größer ist. Lass uns nach Norden gehen. Worauf warten wir dann noch? Auf geht es! Soll das Spiel gespeichert werden? Ja, bitte! Wir sind wieder die Standardtruppe. Das ist krass. Klartraum, Hexe, Wächterin, Entdecker. Wie viel Geld haben wir? Wir haben 353 Geld. Das ist so ekelerregend wenig. Aber 52 Dromaden, was zur Hölle? Haben wir noch... Ich hatte ja noch irgendwas mit Ausrüstung. Ich weiß gerade nicht mehr was. Deshalb wird jetzt einfach einmal quer optimiert. Aber nee, es scheint alles soweit fertig zu sein. Wir wollen nach Norden, aber bestimmt... Von hier aus? Direkt von hier aus. Okay, ich bin überrascht. Da oben glitzert was. Weißes im Schnee. Ich drehe am Kabel. Und sie hier immer noch in dem Kleidchen. Himmelswedel. Ich hätte jetzt echt gedacht, die teilen sich nochmal auf. Einfach weil wir so viele sind. Wir sind ja gerade zu siebt unterwegs. Was ist da eigentlich unsere Geschichte, wenn wir dort reingehen? Prinzessin Glimmerstein in Begleitung ihrer Wachen und ein paar Bediensteten? Warum nicht? Es muss doch einen Grund gegeben haben, warum wir eine Doppelgängerin hier oben getroffen haben. Für eine Bedienstete bin ich nicht sehr typisch, denke ich. Soll ich wieder draußen warten? Wir haben dich nicht extra mitgenommen, damit du die ganze Zeit mit Warten verbringst. Du bist einfach eine Botschafterin der Mikoken und folgst der Prinzessin, bis sie Zeit für dich hat. Ist der Pilz eigentlich das einzige Neue? Oder habt ihr noch irgendwelche Überraschungen aus dem Wald mitgebracht? Eine Neuerung pro Etappe reicht doch. Ja, da hat er recht. Wir speichern. Ach, das hier ist direkt die Werft. WTF. Drei Schritte weiter.
Hey, ihr da, kommt doch mal her. Ich habe euch hier noch nie gesehen. Ihr seid nicht die Gefängniswache. Also ist unsere Nachricht doch angekommen. Gorn hatte schon Sorge, alles alleine machen zu müssen. Was genau meinst du? Das erklärt er euch gleich. Gorn, die Neuen sind da! Hey, ihr da. Ich warte schon auf euch beide. Bei den tieferen Temperaturen friert ihr wohl auf dem Posten fest. Ja? Na dann auf. Ich kann jede starke Hand beim Aufräumen im Lager brauchen. WTF, Alter? Also los, ins Lager, geht es hier lang. Wie konnte ich nur erwarten, dass nichts geschehen wird? What? Und ihr seid? Wir sind die Begleitung von Prinzessin Glimmerstein. Herrin Glimmerstein, ihr wurdet schon sehnlichst erwartet. Selbstverständlich wurde ich erwartet. Soll ich direkt nach Berater Felsbrecher schicken lassen? Das wird nicht nötig sein. Ich werde Ihnen selber Bescheid geben, dass wir hier sind. Und ihr seid wer genau? Ich bin mein Leibwächter. Ganz schön laut hier draußen! Was? Ihr seht ungewöhnlich aus! Ihr seid die Gesandten der anderen Völker, oder? Flammendrotes Haar. Ihr müsst Bernica, die Hexe aus Hexenholz sein. Bernica. Großartig. Dann kann dieses Monstrum nur der Werwolf Ghast sein. Aber was hat es mit diesem Pilz auf sich? Ich bin Lakaria Admetist und komme den weiten Weg von Mykor Riss, um Prinzessin Tuya zu folgen, bis sie Zeit hat, mit mir zu reden. Perfekt. Ich bringe euch dann zu den anderen. Die anderen? Die anderen Gesandten. Lauris und Goll sind bereits hier, also kommt, bevor sie sich gegenseitig noch umbringen. What? Was geht hier los? Also los! Jetzt sind wir wieder in drei Gruppen zerrissen, ey, scheiße. Und jetzt? Am besten sprecht ihr hinten mit Eudoria. Ihr könnt sie nicht verfehlen. Sie sitzt hinter den Kisten und führt Buch über die Waren. Eudoria kennen wir auch schon. Also, die haben wir schon in einigen Recknaul-Rückblenden gesehen. Glaube ich zumindest. Prinzessin Glimmerstein, eure Ankunft wurde bereits erwartet. Ich bin es leicht, mich wiederholen zu müssen. Selbstverständlich wurde ich erwartet. General Felsbrecher ist leider noch am Verfassen einiger Dokumente. Ich würde euch bitten, in Recknauls Zimmer zu warten, aber Kirgam lässt zurzeit niemanden hinein. Wie wäre es stattdessen mit der Tempelanlage? Sie liegt gegenüber von hier, über dem Lager, rechts an den Kisten vorbei. Ein Gebet ist sicherlich nie verkehrt. Und jetzt? Wir sind drin, aber komplett getrennt. Keine Sorge, Tuya. Immerhin sind sie im selben Gebäude wie wir. Das ist eine Verbesserung. Erinnere dich an den Tempel von Hypnos. Ihr wart getrennt, aber dennoch ein Team. Ich habe das Gefühl, das hier ist wie damals. Ockern hat recht. Wechsel mit der Umschalttaste zwischen den einzelnen Gruppenmitgliedern, wenn du nicht weiter vorankommst. Wie damals im Tempel. Oh, das ist cool. Das ist cool. Ich finde das merkwürdig, dass wir uns jetzt... Also ich hätte jetzt erwartet, dass wir hier richtig mit Rambazamba und Action reingehen und alles auseinanderreißen in der puren Überzahl, in der wir uns gerade befinden. Bitte betretet nicht die Lagerhalle. Achso, ich dachte, die Lagerhalle wäre eins runter, aber sie hat ja gesagt, rechts an den Kisten vorbeigehen. Und du bist Kirgam. Es tut mir leid, aber ich kann euch leider nicht in dieses Zimmer lassen. Es gibt nur zwei Schlüssel und meinen habe ich wohl irgendwo liegen lassen. Am besten vergesst das schnell wieder. Der kann uns nicht reinlassen, also nicht, weil er nicht will, sondern weil er seinen verdammten Schlüssel nicht vergessen hat. Vergessen hat. So, das da unten ist das Lager und hier oben ist der Tempel. So, schauen wir mal. Umschalt. Selbstverständlich werden wir Recknolds Angebot annehmen. Unsere Unterdrückung kann so nicht weitergehen. Hört, hört! Das wird Ihnen erfreuen zu hören. Ich hörte Gerüchte, dass ihr noch unentschlossen seid. Dann habt ihr falsch gehört. Reden wir nicht länger den heißen Brei. Wo ist Recknol? Wie ich höre, auf dem Schiff. Die Himmelsrand wird bald abheben und die Grenzen der Welt überschreiten. Natürlich würde dort anwesend sein. Dann schauen wir uns lieber in der Wartezeit einmal um.
Es ist vermutlich besser, erst einmal die anderen Gesandten kennenzulernen. Findet ihr nicht? Okay, Alter, wer bist du denn für einer? Noch mehr Gesandte fremder Nationen? Lass mal sehen. Hexe, Mekoken und Werwolf. Damit sind wir Monster, wohl alle vollzählig. Jedes kleine Kind würde schreiend von uns wegrennen. Es ist das, was ihr Hexen wollt. Bei den Ahnen. Ich dachte, ihr wärt schlauer als das. Ja, nur weil du es nicht schnallst, vielleicht ist sie ja schlauer. Genau das, was ich hier brauche. Noch mehr Monster. Wenn ihr die Freundlichkeit hättet, euch zu dem Ork zu setzen. Für seine Art ist er ungewöhnlich kultiviert, aber dennoch so orkisch. Und warum sitzt ein nobler Elf bei uns Monstern im selben Raum? Spar dir deinen Spott. Ich bin hier, weil ich geschickt wurde, nicht weil ich es will. Und nun geht. Mann, Mann, Mann. Und? Da will ich nicht lang gehen wollen. Berater Felsbrecher wird wird nicht gerne gestört. Ah, okay. Aber wollt ihr schon gehen? Dann seid ihr noch keine 5 Minuten hier. Man könnte meinen, ihr wollt hier weg. Lasst uns das Geplänke für die eigentlichen Treffen aufsparen. Okay, also die sind hier erstmal stuck. Meinen Sie nicht, wir haben dieses Theater lange genug durchgezogen? Aber Gorn meinte, er braucht unsere Hilfe. Ist nicht dein Ernst? Natürlich nicht. Lass uns sehen, ob wir einen Weg finden, tiefer in dieses Gebäude zu finden. Werft. Die Materialien sind hier sind dieselben, wie wir sie damals genutzt haben. Regner scheint eine eigene Luftschiffswerft zu besitzen. An Geld fehlt es ihm wohl nicht. Dann sollten wir umso schneller einen Weg tiefer hineinfinden. So, mal gucken. Ich hasse es, Kisten umzuräumen. Wir sind fertig. Warum also Ordnung halten? Ja, warum? I don't get it. Braucht ihr schon eine Pause? Immer nur auf Gefangene aufzupassen, schwächt die Konstitution auf lange Zeit beachtlich. Ein bisschen könnt ihr noch durchhalten, oder? Immerhin seid ihr doch stolze Wächter des Eisschlosses. Ja klar, wir halten durch, indem wir hier... Ihr seid doch nicht entlassen. Uff. Also die einzigen, die sich einigermaßen frei bewegen können, ist die Truppe hier. Wir gucken mal, ob wir zu Felsbrecher durchkommen. Geht einfach klar. Wir sollten uns besser nicht von deinem Vater sehen lassen. Er würde garantiert lästige Fragen stellen. Okay. Ich liebe Wachdienste. Man muss nur warten und die Umgebung beobachten. Dabei kann man sehr gut seinen eigenen Gedanken freien Lauf lassen. Wow. Wow, ich komme einfach rein. Okay. Oh, da glitzert was. Rumgefunden. Stark. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir hier einfach überall reinlatschen können. Dieses Zimmer ist nur für uns. Mir ist egal, wer ihr seid. Ihr habt hier nichts zu suchen. Chill. Kann ich hier rein? Ja. Herr Glimmerstein, auf ein Wort bitte. Okay, ich bin noch da. Ein Wort bitte. Was wollt ihr denn noch? Lass uns das Geplänkel. Ja, später kennen wir schon. Herr Glimmerstein, was verschafft mir die Ehre eures Besuchs? Ich möchte gerne mit Lady Bernica und den anderen Gesandten reden. Selbstverständlich. Unter vier Augen, wenn ihr versteht. Ich gehe unverzüglich. Wenn ihr bei irgendwas weiterem Hilfe braucht, wendet euch einfach an mich. Okay. Vielen Dank, Herrin Glimmerstein. Gerne geschehen, Lady Bernica. Wenn ihr mich nun entschuldigt, ich muss einem Bekannten aus der Klemme helfen. Okay, und wie und wen und wann und was und warum? Mal schauen. Na sowas, der nette Mann aus dem Empfang. Lady Bernica, wollt ihr nicht mit Herrn Glimmerstein etwas besprechen? Und welchen Grund gibt es, dass ich diese offensichtliche Frage beantworten muss? Kein.
Sehr richtig. Also seid jetzt bitte ein netter Mann und schickt nach den beiden Wächtern. Die Wächter? Genau, die Wächter. Oder wollt ihr mich weiterhin hinterfragen und als, sagen wir, als Frosch aufwachen? Kadrim, schick mir die beiden Wächter her. Gleich sind sie da. Wer war denn jetzt Kadrim von den beiden? Der da? Ja. Was er wohl von euch will, am besten lasst ihr ihn nicht warten. Okay, Assel, 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 jetzt sind wir hier. Wir sollten jemanden suchen, der Informationen für uns hat. Hi. Ich hasse dieses Kratzbuckeln. Und jetzt? Jetzt können die sich auch frei bewegen. Aber was bringt mir das? Kann ich mit den beiden jetzt so zum... Berate Stern vor Max, sich gestört zu werden. Wenn ihr den Schlafraum sucht, die Tür den Gang runter rechts. Nö, ich will hier lang. Hey, kommt sofort wieder raus. Das Treffen unterliegt dem Vertrauen daran, dass niemand parteiische Wachen dabei hat. Okay, I get it. Sehen die das auch, wenn ich von der anderen Seite reingehe? Bestimmt, sieht bestimmt dieser Ingenieur das. Ja, ist nur für Politiker. Wir Normalsterblichen dürfen dort nicht so rein. Okay, ich weiß aber auch noch überhaupt nicht, also ich glaube, ich will in dieses Gebäude da rein, wo er, also in diese Tür, wo er davor steht. Genau, hier ist die, die schreit uns auch gleich wieder raus, oder? Ich kann es mal probieren. Okay, sie kehrt nicht, wenn ich hier drin bin. Macht es euch hier bloß nicht gemütlich. Die Betten sind für Leute, die wirklich hier arbeiten. Lol. Der Bereich ist nur für die Gesandten. Geht da bloß raus. Okay. Spannt euch. Ihr werft es der Zeit für niemanden zu betreten. Okay. Nicht mal für Herren Glimmerstein? Auf unserer Seite gab es nichts Besonderes. Lasst uns auf der anderen Seite dieses Ortes nachsehen. Auf der anderen Seite? Also das ist ein Glimmerstein. Ich bin mir sicher, der Berater ist jederzeit fertig und für euch da. Ich bin irritiert. Also ich weiß noch nicht so wirklich, was ich machen soll. Herrin Glimmerstein, ich freue mich schon auf eure Eröffnungsrede später am Abend. Sagt, ist es wahr, dass einer eurer Vorname wirklich dem Elfischen entstammt? Das stimmt so. Ich verdanke ihn meiner Mutter, die von eurer Kultur sehr angetan war. Ich sehe das als günstiges Zeichen. Ah ja. Ihr seid Herrin Glimmerstein. Es ist mir eine Ehre, eure Bekanntschaft zu machen. Lasst uns sehen, ob wir diesen jahrhundertealten Streit zwischen unseren Völkern abschwächen können. Ist ja stark. Und Lütz? Ich hoffe, alles ist zu eurer vollsten Zufriedenheit. Naja. Ich bin mir noch unschlüssig. Talk. Von unserer Seite gab es nichts Besonderes. Lasst uns auf der anderen Seite dieses Ortes nachsehen. Können wir denn mit denen zu den Hauptmann durchmarschieren? Nee, Berater Steinfaust will da auch nicht. Wenn ich einfach hier so lang latsche? Ihr solltet besser nicht reingehen. Der Berater mag es nicht, wenn er bei seinen Arbeiten unangemeldet gestört wird. Boah. Boah. I do not get it. What should I do? Bitte passt auf, wo ihr lauft. Viele Bereiche hier sind nicht für jedermann gedacht. Ja. Lasst uns da Informationen suchen. Ja. Bitte betretet nicht die Lagerhalle. Nicht nur, dass sie nicht aufgeräumt ist, sie ist auch deutlich zu gefährlich. Ich dachte, hier unten geht's zur Lagerhalle. Ich muss aufpassen, wo ich meine Figuren positioniere.
dass ich mir nicht gegenseitig im Weg stehe. Weiter betreibt nicht die Lagerhalle. Okay. Irgendeiner motzt uns immer voll. Also es gibt halt die zwei Türen, durch, ja, wo wir noch nicht reingekommen sind. Hier die Werft oder dieses Zimmer. Und für dieses Zimmer hat er seinen Schlüssel verloren, den wir suchen könnten. Und dann würde uns da vielleicht reinlassen. I do not know. Aber jetzt gerade stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch, was ich überhaupt machen soll. Also so der Hauptansatz. Ich komme in verschiedene Räume rein mit den verschiedenen Leuten. Habe aber mit allem so ein bisschen interagiert. Und wüsste jetzt nicht wirklich, wo ich ansetzen kann. Sei denn, ich habe irgendeinen Raum noch nicht gesehen. Oder der Eingang zum Lager ist unten und nicht hier oben. Gut, also aber wir können ja hier rein. Und dann drüben nach oben. Das geht ja. Ich hasse dieses Kratzbuckeln. Ja, aber es bringt mir hier alles nichts. Was er aber von euch will, am besten lasst ihr nicht warten. Ja, ich mache auch eine Pause, bis ihr wiederkommt. Hier, nehmt den Rumpf schon mal als kleine Anzahlung. Okay, zwei Flaschen Rum für die Arbeit erhalten. Soll ich damit später jemanden abfüllen? Laut meinen Unterlagen habt ihr noch einiges an Arbeit für euch. Dieses Zimmer ist nicht für euch. Ich glaube, ich muss einfach mal mit allen Figuren, irgendwie mit allen NPCs einmal interagieren, um zu gucken, ob ich irgendwo irgendwas rauskriege, was mir da jetzt weiterhelfen könnte. Aber ich weiß nicht, wie lange das geht. Und ich denke, ich möchte das gerne an einem Stück machen. Deshalb machen wir hier einen kleinen Cut. Ich habe ja noch einen ewigen Kies. Genau. Und werde jetzt hier einfach einmal, oh, wir sind wieder bei Speicherstand 1, machen wir das. Hier einmal speichern und dann machen wir hier an der das nächste Mal an der Stelle weiter. Ich finde das cool, wie das verwoben wird. Ich mag gerade solche Rätsel, wo man mit verschiedenen Personen so interagieren muss. Also als verschiedene Personen nacheinander. Das finde ich eigentlich immer sehr cool. Ich hätte jetzt aber erwartet, dass wir eine offensichtliche Fähigkeit haben, die man miteinander kombinieren muss. Und hier geht es jetzt mit Ansehen, Einfluss, sag ich mal. Da bin ich jetzt noch ein bisschen unschlüssig, wie ich da jetzt starten soll. Aber ich denke, wir werden beim nächsten Mal einfach mal ein bisschen herumprobieren und gucken, was sich ergibt. Und dann werden wir der Sache schon irgendwie auf den Grund kommen. Es fühlt sich allerdings, weil wir Recknau sehr nahe sind, tatsächlich schon sehr nach Finale an. Ich bin gespannt, was noch kommt. Ich hoffe, ihr auch. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Euer Modo. Macht es gut.